testen, ob man mich hört. Ob irgendwas geht. Oh mein Gott. Tüdelü. Jo, da sind wir wieder. Entschuldigung nochmal für den Rage-Quit letztes Mal, aber ihr wisst, ich reg mich gern mal auf. Besonders über, ja, öfteres Sterben an derselben Stelle. Gut, wir stehen hier ordentlich unter Beschuss und, ja. Wer seid ihr eigentlich? Achso, ihr seid von mir. Alles gut. Hui. Dann versuche ich es jetzt mal andersrum. Oder von woanders, besser gesagt. Wenn ich da durchkomme. Was so aus? Ist nicht dein Ernst, oder? Tarnfeld aktiviert. Oh Mann, was mache ich für eine Scheiße, hä? Maximale Panzerung. Renn direkt in eine Patrouille rein, aber das kann nur ich, ne? So. Ach ja, genau, man muss hier immer. Nee, bin schon gar nicht mehr gewöhnt zu spielen. Zum Bahnübergang vorrücken. Stoßen Sie zu diesem Bahnhof vor, oh, wir gehen Boing. Okay. Maximale Panzerung. Ich glaube, jetzt kommen. Ne, jetzt kommen wir von hier, oder? Lass uns wieder von dem scheiß Sniper abschießen. Ey, wunderbar, ich speichere jetzt einfach mal, weil ich habe keine Lust, noch immer wieder vor diesem doofen Panzer zu spawnen. Nein, 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 ich scrollen. Hallo. Scroller. Aha, geht hier nicht. Okay. So. Hat er das jetzt gespeichert, oder? Ja, okay. Dann versuchen wir es mal hier drüber. Ja, toll. Nein, das hier. Ich möchte keine Munition verschwenden. Heider. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Gut, ja, es hat geleckt, ich weiß nicht wieso. Und jetzt freuen wir uns einfach mal, dass es nicht mehr leckt. Okay, jetzt fehlt der Ton von diesen Minen, aber das ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal, oder? Das ist komisch. Man muss jetzt alle töten, mach bumm. Oder besser gesagt, explodiert, denn man hört ja nichts. So. Aktiviert. Oh Mann. Okay, ich bin noch immer in eine doofe Mine reingerannt. Wohin? Maximale Panzerung. Okay. Ich kann hier also noch immer nichts machen, außer ein paar Minen zerschießen. Geh kaputt. Geh auch du kaputt. Vielleicht du auch noch und du auch noch. Hallo. Blöd. Oh! Aua. Also ernsthaft, das mit dem Ton ist komisch. So ein Schwachsinn. Tarnfeld aktiviert. Ja, da war sie. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wo sie ist, nicht? Ja, auch nicht unbedingt. So erschwinglich wieder mal zu sterben. Man sieht, am Anfang eines Let's Plays bin ich immer etwas, ja, frustbeständiger. Und gegen Ende wird das dann immer nerviger für mich. Diese blöden Dinger. Man hat auch gar nicht mehr so das Gefühl, da explodiert was. Ja, schrecklich, ey. Gut. Tarnfeld aktiviert. Ja, aktivieren wir das Tarnfeld und versuchen diesen doofen Sniper da oben runterzuholen. Gut, wir haben den Sniper erledigt. So. Bevor wir jetzt wieder sterben, wissen wir, was zu tun ist, und das nennt sich Speichern. So, ich hoffe überhaupt, dass man mich richtig hört. Gut, ich habe zwar vorher eine Testaufnahme gemacht, aber ich habe hier nämlich noch so eine kleine Konstruktion am Mikrofon kleben. Ich habe meine Ohrstecker einfach mal hingepappt, weil ich nachher noch mein Abo-Special aufnehme mit Mr. Sorrow. Und ja, ich muss das mit Camtasia machen. Und wie wir alle wissen, kann Camtasia keine zwei Audio-Sources aufnehmen, wie Fraps. Bin ich durch? Hey, ich bin durch. Okay, scheiße. Tarnfeld aktiviert. Da kommt was auf mich zu. Zentrale hier, das heißt, 16. Ich bin im Anflug. Abwurf über Sektor 2. Eigentlich. Nomad, ein Sektor
Starter voller Marines ist unterwegs, halten Sie durch! Shit. Weil gegen die kann ich nichts machen. Das ist natürlich blöd. Ja, ihr merkt wieder mal, ich bin ruhig und stirb, stirb. Okay, dann nicht. Ja, so ist ein professioneller Killer. Warte mal, Raketenwerfer. Ah. Kann man immer wieder gebrauchen, glaube ich, hoffe ich. Ist da noch wer? Ja, da ist noch wer. Energiekritisch. Okay. Ich glaube, ich war gerade dabei zu erzählen, dass ich nachher noch mein Abo-Special mache. Und dann muss ich auch noch eine kleine Abwesenheitsnotiz raushauen. Da ich es wieder mal geschafft habe, wegzufahren, oder zumindest werden wir wegfahren, wir fahren in die französischen Alpen, ja, wenn man das so nennt, ich hoffe mal, 13, sagt wahrscheinlich keiner Sau was, was machen wir da? Wir versuchen eine Höhle zu erforschen, naja, gut, nicht wirklich, mein Vater war nämlich dort, mit dem Motorrad, und wir haben uns gedacht, er hat ein Foto gemacht von einer Höhle, und ich habe mir gedacht, ich will dahin. Und wenn ich dahin will, dann versuchen wir doch gleich mal in dieser Höhle. Ist da eine? Ist nicht da? Nee, ich kann nicht. Hier ist Vulture 16, sind in der Luft. Ich kreise über dem Gebiet und leiste Unterstützung. Jetzt ist er gestorben. Bahnhof gesichert, Major. Von wegen gesichert. Ich hab noch gar nichts gemacht. Norman, der Wagon blockiert unseren Vormarsch in das Tal. Zerstören Sie ihn, aber passen Sie auf. Könnte ein Munitionslager sein. Bumm. Ja, und wir werden hinfahren. Strickland, ich habe den Waggon erledigt. Der Weg ist frei. Roger, Nomad. Wir rücken jetzt durch. Geben Sie uns, wenn nötig, Deckung. Deckung, Deckung, Deckung. Okay. Der Bahnhof ist gesichert. Ja, wir werden hinfahren und gucken, ob wir in dieser Höhle irgendwas gucken können. Wir werden mal reingehen und schauen, was es denn da drin so gibt. Und wir hoffen, dass wir nicht sterben. Ich werde meine Kamera mitnehmen. Und ein bisschen filmen, denke ich. Wenn es was Besonderes zu gucken gibt. Ich hoffe natürlich schon. Und ich hoffe, dass diese Höhle nicht irgendwie 10 Meter tief ist oder so. Und dann ist Ende. Weil es scheint ein Schmelzbach zu sein. Oh, da hängt jetzt der Hügel. Ich habe es nicht einmal hier geschafft zu fahren. Und bin was zu kochen. Ich bin hier rumgeprescht wie ein Verrückter. Und genau, ich bin hier einfach durchgefahren, weil ich habe diesen scheiß Heli hier, den ich jetzt nicht erwische, weil mein Panzer nicht nach oben ziehen kann. Okay, ich kann doch nicht rückwärts fahren. Leute, 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 so funktioniert das nicht. Ich versuche das jetzt nochmal, ich will diesen verdammten Heli im Flug erwischen. Ich war übrigens auch noch gerade dabei, von der Höhle zu erzählen. Genau. Wieder verfehlt. Nein, ich werde diesen Heli runterholen. Ich habe es nämlich letztes Mal geschafft, oder überhaupt irgendwann mal geschafft, mit dem Panzer über diese Kuppe zu sprengen und im Flug den Helikopter abzuschießen. Das war alles irgendwie so. Genau, so in etwa mit mir. Und habe ihn im Flug erwischt. Und ich falle an einem Stück Plastik ab. Oder Metall. Ich krieg ordentlich auf die Verstanden. Das ist nicht so egal. Ich fahre einfach weiter, weil ich eine coole Sau bin. Shit. Achtung, Marines! Im Tal stehen mehrere Flugabwehrgeschütze. Wir bekommen hier Fluchtunterstützung, wenn wir sie neutralisiert haben. Nomad, wir müssen die Flugabwehr ausschalten, bevor wir Luftunterstützung anfordern. Alles klar. Das Schmelzwasser kommt da hin. Normalerweise. Hallo, hier unten ist langsam heiß. Los doch, Marines! Ihr wisst, und, was zu tun ist. Ich hoffe mal, dass die Höhle dann doch ein bisschen tiefer ist. Aua! Boom. Gonna fucking kill you. Au. Ich hätte aussteigen sollen, oder Leute? Ja, hätte ich tun sollen. Dann versuchen wir es nochmal von vorne. Okay. Stirb du. Dann stirb ihr zwei. Autsch, danke schön. Ja, falsche Seite, du Penner. Naja, okay, wir versuchen uns ein bisschen hier nach hinten zu verkriechen und
unsere Haut zu retten. Ja, bevor ich noch mehr von meiner Freizeit erzähle, versuche ich eher beim Spiel zu bleiben und... Ja, dann gucken wir mal. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel ich aufgenommen habe. Ich mache mal kurz einen Cut und schaue nach, weil ich habe mir vorgenommen, nur zwei Parts, ne? Und dann kommt jetzt halt bis Freitagabend nichts mehr. Bis gleich. Oder bis jetzt.